Hallo und herzlich willkommen zur fünften Folge, glaube ich, müsste es jetzt sein, von Let's Play Minecraft 2020 in Bauchi auf Sendung oder als im Rahmen von Bauchi auf Sendung. Und wir gehen jetzt hier mal direkt wieder ins Spiel zurück und machen, worauf wir uns in der letzten Folge vorbereitet haben, nämlich, was habe ich gesagt? Hier, die drei, ne? Da ist die Schere. Wir müssen jetzt mal gerade zur Schafherde und ein klein bisschen Schafis scheren. Wir brauchen 12 mal Wolle. Batsch. Bäh. Bäh. Was machst du hier? Mu, ja, ich sehe das, aber was machst du? Wieso ist da hinten noch eine von euch? Ah, so, schnipp, 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 schnipp. Schnipp, schnipp. Schnipp, schnipp. Hier, du auch. So, bei 7. Das heißt, irgendwo muss noch einer rumliegen, ne? Ja, wieso? Warum? Komm, du auch. Zack. Zack. 12. 12. Das reicht. Mehr brauchen wir nicht. Nee, nee. Bleib bloß da. Hier, aufmachen. Und zumachen. So, was gibt es dazu? So, gehen wir zur Werkbank zurück. Werkbank, Werkbank, diese. Und dann machen wir hier unten mal so und das kann da und hier machen wir mal so und dann machen wir 1, 2, 3, 4 Bettchen. Also kann ich den stacken wenigstens? Nein, kann ich nicht. So und so. Jetzt sind das natürlich weiße Betten, ne? Wir können aber mal gucken. Wie sieht das jetzt hier aus? Was brauche ich? Ich brauche dann einmal den entsprechenden Farbstoff. Ein Bett und ein Farbstoff. Gucken wir mal, wie viele Farbstoffe wir haben und was wir daraus machen können. Hier. Roter Farbstoff. Gelber Farbstoff. Ich bin mir sicher, dass man hier mit blauem Farbstoff machen kann. Sicher weiß ich es nicht. Aber Magenta oder Fliederton würde auch. Wir gucken mal. Wir packen es mal ins Rezeptebuch. Und dann gucken wir mal gerade hier. Magenta Farbstoff können wir. Wieso ist das? Hä? Wieso ist das weiß angezeigt? Auch jetzt. Ach, guck an. Okay, alles klar. So, und jetzt machen wir das mal einfach da oben rein. Okay, ja, also ganz simpel. Und dann machen wir. Ne, Flieder haben wir jetzt schon. Ne? Magenta ist Flieder. So, jetzt haben wir vier verschiedene Farben. Das heißt, den mal das da oben aus. Weg. So. Und jetzt machen wir ein Magenta-Bett. Oh, ist es schön. So, und ein rotes Bett. Und ein blaues Bett. Und ein gelbes. So. Ich brauche auf jeden Fall mal wieder so eine Kiste wie die ich oben hatte, wo ich erzählt hatte, dass ich sie kaputt gemacht habe. Aber das wäre dann eventuell doch was für in der Küche.
Da wollte ich mich heute auch noch ein bisschen umkümmern, dann in die Küche gehen. So, jetzt haben wir erstmal vier Betten. Die nehmen wir jetzt mit in die Höhle rüber. Lauf, Forest, lauf. Die Treppe rauf hetzen hier. Schnell, 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 ich will was erleben. Ja, das ist auch manchmal hetzt man sich auch einfach, weil man selber schnell. Also, ne, kann man in dem Maß machen, wie man da Bock drauf hat. So, ach, siehst du, jetzt habe ich vergessen, die Farbstoffe hinten hinzubringen. Egal, macht nichts. Haben wir hier noch irgendwas Ähnliches? Egal, wir laufen dann nachher bestimmt noch mal hier dran vorbei. So, ihr habt hier ein Bett drin stehen, ne? Jawohl. Da könnte man natürlich hier noch ein weiteres hinmachen. So. Achso, jetzt muss ich die erstmal hier auch reinlegen. Die kann ich mal gerade auf. Ach, Quatsch. So. Eins. Zwei, drei, vier und dann machen wir da noch das Gelbe, ne? Ja. So rum, so rum. Wie rum, warum dafür steht? Warum funktioniert der nicht? Ach so, weil ich vielleicht das drücken muss? Nein. Warum kann ich hier kein Bett hinstellen? Kann es mir einer sagen? Ist noch zwei, ne? Ja, zwei auf eins. Hä? Warum? Kann ich die Betten nicht hinstellen? Was für ein Mist. Hier oben sollte jedenfalls auf jeden Fall auch eins hin. Ja, das ist. Nee, dann müssen wir erst diese beiden hier wegnehmen und dann kann ich. Ja, hier funktioniert es. Warum funktioniert das da unten nicht? Soll der Mist. Ha. Ja, ihr kommt nicht zusammen mit durch, ne? Aber haben ein schönes Bett da stehen. Wollt ihr ein Doppelbett? Nee, das würde aber nicht passen. Nee, nee, wir lassen. Aber hier würde eigentlich das Rote so dann besser passen, ne? Wir montieren das auch nochmal weg hier. Und machen das Rote hin. Das liegt auf der 7. So. Machen wir so. So, hier ist noch nicht wirklich was für. Jetzt möchte ich aber noch mal wissen, warum ich hier kein Bett hinstellen kann. Was ist denn das für ein Schmuh? Ich kann hier kein Bett hinstellen. Warum nicht? Wieso? Warum nicht? Ach, scheiß Zankerei. Kann ich da eins reinstellen? So, vielleicht sollte ich jetzt das da so, aber. Nein, nicht das. Aus irgendeinem Grund kann ich hier kein Bett hinstellen, ich weiß nicht warum. Ich verstehe es nicht. Kann ich hier noch eins hinsetzen? Das klingt nicht so berauschend. Nein, ich kann hier. Doch! Da. Okay. So. Aber das Magenta-Bett kann man hier definitiv nicht auf den roten, da kriegt man Augenkrebs von. Aber man könnte hier.
das denn? Man könnte hier eigentlich. So. Den weg, den weg. Den weg, den weg. Ah! Okay, dann warum nicht? So. Und hier noch ein Bettchen hinstellen. So. So. Sehr schön. Jetzt hoffe ich, dass wir genügend. Ne, da hat man es warm. Das erste. Da machen wir auf jeden Fall auch noch irgendwie Stufen hin. Haben aber jetzt keine bei uns. Aber wir könnten auf jeden Fall schon mal gerade. Nee. Doch, war die richtige. Hiervon hätte ich gerne eine. Nee, aber kannst du auch beide nehmen. Einfach um die Küche so ein bisschen einzurichten. Und dann hätte ich eigentlich sehr gerne noch keinen Zaubertisch. Ne, warte mal. Hier gibt es jetzt diese Schmiedetische auch, ne? Ja, ein Kohleblock. Das ist ein Spender. Ah, Kessel kann man aber auch machen. Was brauchen wir denn für einen Kessel? Ach, guck mal an. Haben wir drüben. Und ich habe immer. Ja, ich habe immer noch auch ein Bett zu viel. Ich habe das Gelbe noch, habe ich gerade gesehen. Ja, das müsste aber jetzt dann. Mal gucken, ob wir das hier hinbekommen. Weg. Zack, das funktioniert. Keine Ahnung, warum das hier nicht hin wollte. Habe ich irgendwie falsch gedrückt? Weiß ich. Kann es nicht sein. Also die Grundplatte hier, die können wir eigentlich auch mal wegnehmen, solange da keine Tür drin ist. Ne? Aber warum ist da eigentlich keine Tür drin? Man weiß es nicht. Habe ich hier noch Türen? Ne, da sind keine mehr drin. Hier habe ich aber noch Stufen. Nee, eine. Eine Stufe. Aber jetzt habe ich immer noch nicht gefunden. Man kann hier auf jeden Fall. Wo ist der denn, verdammte Hacke? Den habe ich doch drüben schon gebaut. Da, der Schmiedetisch, genau. Was ist das hier? Notenblock. Was brauchen wir da? Auch Eisen. Und Tropenholz. Also was haben wir doch alles noch? Warte mal. Weil, dann hätte ich nämlich in der Küche, würde ich mir gerne. Schau mal da, wir haben hier 5 und also insgesamt 6. Wenn ich jetzt einfach nur die Küchenzeile quasi irgendwie halbwegs sinnvoll zu bauen, mir hier und hier Werkbänke hinmache. So, jetzt laufe ich nochmal rüber zum Turm. Ha! Ja, manchmal
spielt man dann auch einfach nur. Aber das ist es ja auch. Man soll das Spielen ja trainieren. Das Spiel, der spielerische Aspekt des Ganzen ist das eigentlich Wesentliche. So, einen solchen, zwei solche hätte ich gerne. Und dann halt noch einen solchen Ofen. Ne, zwei. Wir haben ja sechs Stück, zwei von denen, zwei von denen, zwei von denen. Die in die Mitte. So hatte ich mir das vorgestellt. Bedeutet, wir müssen, also Eisen müssen wir überhaupt erstmal brauchen, mal hier wieder raus. Da haben wir 22 von. Da kriegen wir auf jeden Fall ein bisschen was mit hin. So, und dann brauche ich Akazienholz oder Tropenholz. Was haben wir hier? Entrindet. Fichtenstamm, Eichenstamm. Und Birke. Naja, ich weiß, wo ich Akazien hingepflanzt habe. Und genau da können wir uns welche holen. Dann sollten wir vielleicht auch gucken, dass wir eine. Haben wir aber. Steinaxt ist aber kaputt. Kurz vor kaputt. Wie viel brauchen wir? Für den hier brauchen wir vier, aber was? Tropenholz, Akazienholz, Schwarzeiche. Habe ich alles hinten stehen. Aber Birke geht auch. Da stand doch gerade, Birke geht auch. Fisch, also egal welches Holz. Okay. Dann brauche ich nicht zu suchen. Dann habe ich hier auf jeden Fall noch irgendwas da hinten in der Kiste. Kurz hier, 23 Birkenstämme. Wenn wir die mal rausnehmen und da mal so 12. Achso, das kann ich hier rüber machen. Wie viel nehmen wir uns denn da einfach mal? Nehmen wir mal einen halben Stack einfach. Ja, hier ist sogar ein bisschen mehr. Ja, komm, wir lassen einfach noch 10 Birken übrig. So, dann kann die wieder da hinten in die Kiste. Du hier rein. Fichte war hier, ne? Ja, genau. So, und dann können wir auch mal hier kurz die Farben wieder zurücksortieren. Und die Blümchen. Okay, dann müsste ich auf jeden Fall. So, müsste ich auf jeden Fall jetzt hier. Doof, dann muss ich beide, ne? Gib mir die nochmal neu mit. Gib sie mir alle. Nein, nicht Bretter, ne? Ach so, zwei davon nur. Ja, alles klar. Also zwei von denen. Und dann habe ich gesehen, hier machen wir einen Topf. Der war so. Voll toll. Machen wir zwei sogar direkt hier. So. Haben wir einen Haufen Eisen verbraucht. Super. Was brauche ich jetzt für den Ofen? Moment. Was ist denn jetzt der Ofen? Ja, da hauen Sie mal rein.
Und noch ein, komm. So. Cobblestone. Alles klar. Super geil. Dann habe ich das jetzt. Dann können wir die Küche auch noch ein Stückchen weiter einrichten. Ja, und so geht mir das im richtigen Leben halt genauso. Ne? Ich mache den ganzen Tag irgendwelche Sachen. Und irgendwann ist dadurch dann halt was getan. Manchmal so einfach nur geschlafen. Aber das ist manchmal auch, das halt Ruhe gesammelt. Manchmal ist auch das nötig. So. Richten wir mal die Küche richtig ein. Hier, die machen wir hier hin. Kann man die nicht stacken, doch wohl. So, und die machen wir auch mal hier hin. So, und hier machen wir noch irgendwie ein Regal oder so mit da. Haben wir da noch Vorräte? Ich weiß, ich habe gesagt, Vorratsräume haben wir anderswo noch, aber wir können da hier auch so Essenssachen und so, ne? Passt ja prima hin. So, und jetzt noch zwei Öfen. So, nur die Küche stehen. Jetzt ist die Frage, wo kann ich die Töpfe draufstellen? Dein Ernst jetzt, Minecraft. Das sind doch keine Töpfe. Wie, jetzt ist er auch noch komplett kaputt, einfach. Na, das ist ja mal. Okay, wir setzen hier einen hin und tun so, als wäre es ein Topf. Ah, ich glaube, das wäre ein Topf, den man da drauf stellt. So wie hier die Gemüseschüssel und Suppenschüssel oder so. Da steht da so ein riesen fettes Teil da drauf. Da könnte ich mich aufregen, ne? Da könnte ich mich so aufregen. Aber ich lasse es halt lieber. Kiste. Kiste. Wie war die noch? Brauchen wir Holz für, ne? Also vor allen Dingen braucht man dafür eine Werkbank. Aber wir haben hier Werkbänke. Bilderrahmen auch nicht. Eine Armbrust brauche ich auch nicht unbedingt, aber. Wo sind die denn? Ein Räucherofen wäre natürlich auch geil gewesen. Ein Ofen und entrindete Stämme. Komm mal, aber. Hier sind echt viele neue, das habe ich lange nicht mehr gespielt. Hier, Kiste, Truhe, da. Machen wir mal. Naja. Ja, bauen wir halt hier zwei übereinander. Kisten, hab ich schon getan, auf die fünf. Und dann stellen wir eine hier noch so unter dieses Glas. So. Ja. Decke und so, bearbeiten wir das noch? Ich bin mir nicht sicher. Ich bin mir noch nicht sicher. So, jetzt können wir hier auf jeden Fall die Eier schon mal reintun. Und das Leder packen wir auch. Das hat eigentlich nichts in der Küche zu suchen, ne? Aber wir packen es auch mal hier rein. Hier ist noch Farbstoff, den wir hinten vergessen haben. Super.
Vier Eimer Wasser braucht eigentlich auch kein Schwein, ne? Komm, die tun wir auch mal hier rein, zwei. Man braucht eigentlich immer nur maximal zwei. Buddelst du drei Löcher, drei nebeneinander Löcher im Boden, hast unendlich viel dabei. Also das ist eigentlich Quatsch. So, wie auch immer, wir sind bei 25 Minuten. Ich würde sagen, diese Folge ist vorbei. Und wir freuen uns auf die nächste. Hier, wir können uns noch ein wenig vorbereiten. Wir uns Lagerfeuer setzen. Ich genieße es. Und wünsche euch allen von Herzen ein schönes Leben, das für euch genauso schön ist wie hier in Minecraft. Tschüss mit F, macht's gut. Lasst ein Like da oder auch nicht. Macht, was ihr wollt. Hauptsache, euch geht's gut. Mua.